Eine Frage, die mir besonders häufig, auch gerade von Besuchergruppen gestellt wird, ist, warum ist eigentlich der Plenarsaal immer so leer, wenn ich eine Sitzung des Deutschen Bundestags im Fernsehen oder im Livestream des Deutschen Bundestags schaue? Wo seid ihr Abgeordneten eigentlich alle? Seid ihr alle Kaffee trinken? Um es kurz zu sagen, nein, sind wir natürlich nicht. Die Debatten im Plenarsaal laufen normalerweise von frühmorgens bis spät in die Nacht. In dieser Zeit muss ich mich aber auch parallel in neue Sachverhalte einarbeiten. Ich muss Sitzungen meiner Ausschüsse vorbereiten, zum Beispiel des Familienausschusses oder der Kinderkommission. Ich treffe mich mit Experten, um neue Sichtweisen auf die Themen zu bekommen, die ich bearbeiten darf. Ich bereite meine Reden vor, ich koordiniere mein Team, also von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und was besonders wichtig ist, ich beantworte Bürgeranfragen. Damit das alles überhaupt irgendwie zu schaffen ist, wechseln wir uns untereinander im Plenum ab. Wenn es zum Beispiel um Kinder- und Jugendpolitik geht, wofür ich schwerpunktmäßig verantwortlich bin, sitzen wir Familien- und Bildungspolitiker der Fraktion der Freien Demokraten im Plenum. Wenn danach zum Beispiel ein finanzpolitisches Thema auf der Tagesordnung steht, werden wir durch unsere Finanzpolitiker abgelöst. Kurz zusammengefasst, wechselt das Thema, wechseln auch die Fachpolitiker. Das ist Arbeitsteilung, deshalb spricht man auch von einem Arbeitsparlament. Übrigens, jeder Abgeordnete muss an jedem Sitzungstag seine Anwesenheit mit einer Unterschrift bestätigen. Wird dies verpasst, gibt es eine Geldstrafe.